Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Redux, also Metro 2033. Da oben, der liebe Freund, der hat es nicht überlebt. Aber wir werden das hoffentlich überleben, hier durchzukraxeln und sowas alles. Ja, was für eine spannende Sache, letzte Folge, muss ich mal so sagen. Jetzt sind wir auf dem Weg zu einer weiteren Metro von den Faschisten. Und die sind uns doch hoffentlich wohlbesonnen. Machen wir ein bisschen Licht hier. Aber das Licht ist ja genauso wirksam, als wenn man bei Pokémon einen Elektro-Typ gegen einen Steintyp benutzt. Okay. Das hat's gebracht, das mit dem Licht hier. Nämlich gar nicht. Und ich höre schon Musik. Ich hoffe, wir werden jetzt herzlich empfangen. Ich meine, das sind jetzt hier die Roten. Also nicht die Faschisten. Ah, Faschisten, wer ist da? Bei den Kommunisten zu fahren. Bei den Roten. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Das klingt ja schon mal gut, das finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Dass man mich hier hoffentlich mit offenen Armen empfängt. Ah, die sind echt krass ausgerüstet, ne? Hier ist schon ein schönes Tor hier erstellt. Das ist wahrscheinlich auch noch separat betrieben durch irgendein Rädchen. Dann vorne hier diesen Schutz. Dass die Viecher dann nicht, oder dass sie, wenn da Viecher reinspringen, da gleich aufgestachelt werden. Aufgepiekst werden. So kleine Spieße. Kann man die Viecher eigentlich auch essen? Weil dann sind ja alle Sorgen erlöst, oder? Wenn man die Viecher essen könnte, müsste man mal ausprobieren. Sonst haben die auch nichts mehr zu sagen, wa? Diese stumme Wache. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Da, ich habe verstanden. Ja, frei. Frei ist ja immer so ein... Oder generell Freiheit ist ja immer so ein Ausdruck, der gerne missbraucht wird. Ja. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Okay, schön zu wissen. Ja, generell Freiheit, ne? Wurde auch schon missbraucht damals zur Nazi-Zeit. Ja, Arbeit macht frei. Am Arsch macht es frei. Bin nur froh, dass ich in dieser Zeit nicht geboren wurde. Oder dass ich das aktiv miterlebt habe. Das wäre ja echt... So eine grausame Zeit möchte ich nicht wieder haben. Aber ich denke mal, wenn das so weitergeht, ne, wird der Europa auch nochmal so ein kleines Peng haben. Wird auch nochmal irgendwas implodieren. Ah, Munition. Innerhalb unseres ganzen Systems. Die Leute machen immer mehr und mehr das Maul auf. Und ich denke mal schon, dass irgendwann auch hier in Europa noch eine Revolution kommt. Ich meine, mal in Afrika und in den östlichen Ländern passiert das ja schon. Und mal ganz ehrlich, so weit weg ist das nicht von uns. Ukraine, wie weit ist Ukraine schon weg? Wenn man so will, ist das nur ein Katzensprung entfernt von uns. Guten Tag. Zur Hölle mit dir! Verzieh dich! Ausweiskontrolle! Machen Sie bitte die Tür auf! Hä? Das war ein Spaß mit der Ausweiskontrolle. Worum geht es? Ach cool, das war doch der, wa? Ist jetzt rausgekommen? Naja, Ausweiskontrolle. Was gibt's denn? Ich hätte gerne den Ausweis von Ihnen. Und weil wir hier ein freier Staat sind, möchte ich bitte auch... Geh zur Seite, Junge! Möchte ich gleich ein paar Patronen von dir haben und am besten eine Schlafunterkunft, denn ich bin schon sehr müde. Und wenn du gleich hast... Ja, was brauchst du?
noch eine frische Dusche, wollte ich gerade noch sagen. Guck mal, hier kann man auch noch klopfen. Hau ab! Hau ab! Du sollst verschwinden! Bist du taub oder was? Ja, ich bin taub. Kommt jetzt hier der nächste raus? Ich hole jetzt hier alle Leute raus. Kann man hier eigentlich durchgucken? Gesicht zur Wand! Dies ist eine Inspektion! Wer sagt das? Aber nicht doch! Ich bin doch nicht vom anderen Ufer! Lass oh, das. Den Quatsch. Da ist jemand. Zur Inspektion. Da ist jemand sehr frech. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Okay. Du Freak! Aha, Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Okay, da ist einer echt frech. Der ist ein Ächst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Was? Ich wollte nur Hallo sagen. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Erhalt. Oh, Nasenbruch, voll in die Säcke getreten. Los, komm mir nach. Ist gar nicht auffällig. Und alle wieder mit einer Glatze. Die schießt auf mich. Geh weg. Hallo, guten Tag. Schön weggetackelt hier. Runter. Extra ein paar Flaschen hingestellt, damit die auch schön zerbersten. Ich komme schon. Mir links. Links, sagt er. Und hat sich geopfert. Dankeschön, mein Freund, lieber frecher Freund. Keine Ahnung, ich werde aber immer noch verfolgt. Jetzt läuft meine Figur selber. Halt, du Mistkerl! Und runter. Und ja, hat keiner gesehen, dass ich hier reingezogen wurde. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Rotten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Ja, und ich war genau an dieser... Ich war an dieser Stelle und wollte gerade weitergehen. Doch dann drehte ich mich um und bekam die Kelle. Der Speicherpunkt war sehr dumm. Ne, der Speicherpunkt war wirklich sehr dumm. Oder ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Mal gucken, ob ich das diesmal besser mache. Jedenfalls können wir uns jetzt hier ein bisschen freier bewegen. Ich hoffe, wir können uns hier jetzt nochmal ein bisschen ausrüsten. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Die Musik kenne ich irgendwie mehr. Woher kenne ich die Musik? Kennt ihr die Musik? Naja. So, was ich brauche, sind eindeutig Kugeln, Munition. Alles andere ist unwichtig. Aber wir sind schlapp, mein Freund, wa? Was ist das für eine Welle da drin? Ja, komm, richtig steif machen wie ein Brett, mein Freund. Und dann machen wir hier die Arme unter den Schultern. Was ist das hier? Luschi-Liegestütze oder was? Komischer Glatzkopf. Wie viele schaffst du denn? Davon schaffe ich auch 100. Das Gemeine ist ja, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit stehen würde, dann würde ich die ganze Zeit Liegestütze machen. Hier ist wieder die Putzolle. Guten Tag. Nur für autorisiertes Personal. Ist ja gut, sind so unfreundlich. Oh,
Er sieht aus wie so ein Zombie und er sieht hier aus wie der Fette bei Team Fortress. So, was macht ihr da? Was ist das? Geht das nicht schneller? Tatak, bam, muss das gehen. Was ist das hier für ein scheiß Stand? Guckt euch mal hier an, wie der Hacken hochgeht und wie er sich sein Knie verdreht. Schau mal, wir gucken uns das jetzt mal genau an. Jetzt macht er sein... Na okay, Knie geht aber noch mit. Okay, das geht noch. Ja, aber normalerweise müsste der hintere Fuß komplett drauf sein, damit einfach mal genügend Kraft reinkommt. Weil so, wenn er ja trifft, federt er ja zurück. Macht der andere das eigentlich besser? Und ganz ehrlich, die Ausführung könnte wirklich schneller sein. Ne, der macht auch die Spitze hoch hier, also den Hacken hoch. Komm, ganz ehrlich, die müssten eigentlich wirklich zackiger kommen. Naja. Guten Tag. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Denke, ich habe erstmal noch genug. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Okay, ich probiere mal aus und kaufe. Ich werde die AK aufbessern. Da gab es nämlich, war hier bei der Zieloptik, gab es nämlich das IR. Und das ist ziemlich geil, das brauche ich. Also ob ich brauche Physik nicht, aber ich würde es einfach haben. Schalldämpfer ist doof, weil der Schaden etwas geringer ist. Wie man ja für gewöhnlich weiß. Und ein Laservisier ist gar nicht so schlecht. Jo, immer her damit. Und dann ist das auch schon voll ausgerüstet hier. Und jetzt brauche ich noch Kugeln. Brauchen Sie Moon? Ja. Fragen Sie mich. Fragen Sie mich. Bolzen brauche ich keine. Munition fürs Sturmgewehr. Ja, ich bräuchte noch ein paar Schrotkugeln. Da, Schrot. So. Unbedingt. Auf die kleine Mini-Handfeuerwaffe kann ich erstmal verzichten. Hier, hast du mal Feuer? Nee, willst du Feuer haben? Hä, mein Freund? Brauchst du Feuer? Wo finden die eigentlich noch in dieser Zeit Kippen? Und Alkohol. Also okay, Alkohol haben sie gesagt, machen sie aus den Pilzen raus. Aber was rauchen die da? Auch Pilze, wa? Ist ja, ob sie, man befriedet sich oral. Dass sie gab, hat man da sich durch die Lunge pfeift. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Adjom. Yay! Kugeln. Die hätte ich jetzt noch gebrauchen können. Okay. Ich bin zwar nur halb in den Plan eingewiesen, aber ich weiß, dass wir uns auf alle Fälle jetzt in diese Richtung bewegen. Dass wir dazu fortgeschickt werden. Die Front zwischen den Kommunisten und den Faschisten. Und die meinen, dass das funktionieren wird, so einen Krieg zu führen zwischen Menschen. Siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Ja, ich sehe auf alle Fälle ein Gepäckfach. Und jetzt kann ich auch reinsteigen. Und Schleichwerbung. Ja. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja, das ist das Buch, also das weiterführende Buch. Aber ist auch von Glukowski geschrieben oder ist das weitergeschrieben worden von einem anderen? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber auf alle Fälle haben wir hier einen wunderschönen Bestseller. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Ich frage mich aber immer noch, woher die mich eigentlich alle kennen. Und was macht mich da so besonders? Ich sehe da ständig nur irgendwelche komischen Figuren. Da bin ich mal sehr gespannt. Was ich mir auf alle Fälle nach dem Spiel holen werde, ist das Buch. Da bin ich jetzt mal wirklich dran interessiert, wie geil sie dann das Spiel umgesetzt haben. Weil das Spiel ist ja nur ein kleiner Teil des Buches, ne? Wenn man
die komplette Geschichte haben will, muss man das Buch gelesen haben. Und das habe ich leider auch noch nicht. Aber ich werde es mir bestellen und werde das mir dann durchlesen. Versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrat geahndet. Okay, jetzt sind wir auf den Schienen gelandet. Alle Mann die Plätze einnehmen. Und jetzt wird's nochmal spannend. Ich weiß nämlich nicht genau direkt, wie ich jetzt umzugehen habe. Ihr werdet gleich die Situation sehen. Und dann kann ich euch das besser erklären, an was das gescheitert ist. Damals. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Echt? Der ist schon bereit zur Abfahrt? Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, und eigentlich sind wir ja einer von denen, ne? Wir haben uns verkleidet. Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie und gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist von ich denke mal, dann sag mir mal, Lev, ob es auch dass wenn ich jetzt eigentlich ruhig bleiben werde, nichts machen werde, dass mir dann auch nichts passiert. Diese Opfer bringen zu können. Klar. Oder? Theoretisch müsste es ja so sein. Ich sehe aus wie einer von denen. Und wenn ich mich so verhalte wie die, dann dürfte das kein Problem sein. Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Ah ja. Und das ist das Übliche, ne? Cyanid, was er gerade erwähnt hatte, ist ja das Gift. Ein Gefangener, gespeichert in der Kapsel und wenn man das darunter schluckt, man ja halt. Und das haben die meisten ja immer dann bei sich. Gab damals auch in der NS-Zeit, falls sie gefangen werden und dass sie sich dann einfach das Leben nehmen, anstatt dann das Land zu verraten. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ah ja, Ideologien, ey, das ist so Quatsch, das ist so wie Religion. So eine unsinnige Sache, wofür man Krieg macht. Warum macht man das? Also, da habe ich keine Logik für, warum man sich wegen Ideologien da einfach mal auslöschen muss. Und ich muss leider sagen, die Faschisten haben damals einen Zwei-Fronten-Krieg gemacht, ja? Und ich glaube, wenn es nur zwei Seiten gegeben hätte, also Faschisten gegen Kommunisten, ist so, wie die Faschisten aufgetreten sind, die hätten sie einfach überrannt. Ja, Blitzkrieg, weg, boom. Natürlich gab es dann halt noch natürlich witterungsbedingte Verzögerungen, aber ich glaube ganz fest daran, wenn die nicht an zwei Fronten gekämpft hätten, dann hätten sie die auch einfach mal fertig gemacht. Denke ich. Ich denke, dass da damals die Faschisten oder generell Hitler einfach mal leider, sage ich mal, sehr strategisch war. Strategisch klug. Der einzige Fehler war wirklich, dass er an zwei Fronten gekämpft hat, ne? Aber naja, das sollte jetzt ein anderes Thema sein. Wie seht ihr das? Machen Ideologien für euch Sinn? Was denkt ihr? Hätten damals die Faschisten gegen die Kommunisten gewonnen? Wenn nur die zwei Seiten existiert hätten? Würde mich doch mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Daumen nach oben und teilen, denn ich möchte so viele Meinungen sammeln wie möglich. Also, bis dahin, ciao.